Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. 10 Heimspiele gewonnen und nur 3 verloren. Kommt jetzt hier zur Möglichkeit. Oh, was sage ich? Möglichkeit. Gotteron geht mit 1:0 in Führung. Die erste Chance wird genützt. Rafael Diaz bringt die Scheibe Richtung Tor. Und dann schlägt es erstmals ein bei Elian Pupp. Noch einmal aus diesem Bulli heraus. Freiburg gewinnt die Scheibe, Di Domenico. Und dann kommt Diaz an den Puck, bringt sie Richtung Tor. Jetzt noch einmal besser zu sehen von der Übertorkamera. Ja, es ist Rafael Diaz, der schießt Elian Pupp an und trifft zum 1:0. Sprunger auf Di Domenico, herrlich gemacht! Chris Di Domenico! Nach der Flanke von Julian Sprunger nimmt Chris Di Domenico die Scheibe mit der Hand herunter, legt sie sich selbst vor, vorbei am Bieler Verteidiger und dann ist es einfach brillant gemacht. 13. Saisontreffer für den kanadischen Leitwolf des Tabellenführers. Jetzt noch einmal die Flanke von Sprunger mit der Hand vorgelegt, vorbei an Delemont. Und Elian Pupp ist ein zweites Mal bezwungen. Das war große Klasse von Chris Di Domenico. Aber zählt das Tor? Das ist die Frage. Oder war das... Und da fällt das 3:0. Es sind erst 64 Sekunden gespielt im Mitteldrittel. Und Gotteron schlägt schon wieder zu. Der Rückkehrer David Desharnais, 2 Spiele krankheitshalber nicht mit dabei. Und er schlägt zu, der Center der ersten Linie trifft zum 3:0. Jetzt hier noch einmal. Lässt hier den Bieler Robin Grossmann aussteigen und bezwingt Elian Pupp souverän. Herrliche Aktion von David Desharnais, der Tabellenkünstler, auf Gunti. Ja, herrlich gespielt, Künzle! Was für ein herrliches Tor! Mike Künzle verkürzt auf 1:3, Reto Perra ein erstes Mal bezwungen und Biel belohnt sich für einen eigentlich guten Auftritt. Und es ist nicht wenig überraschend, die Linie um Damien Brunner, Mike Künzle und Luca Gunti, die für dieses Tor verantwortlich sind. Herrlich herauskombiniert. Künzle raus auf Gunti. Wieder rein zu Künzle. Und der bezwingt Reto Perra herrlich auf der Fanghandseite. Es steht nur mehr 1:3 aus Bieler Sicht. Diesen Treffer haben sie sich. Gunti, nächste Prüfung für Perra. Brunner, 2:3. Ja, die Bieler sind zurück. Damien Brunner trifft zum 5. Mal in Folge. Es ist der 19. Saisontreffer für den Routinier. Zuvor gescheitert mit seinem Penalty an Reto Perra. Und nun verkürzt der EHC Biel dank Damien Brunner. Was für ein Zuspiel von Raiola. Der Abschluss von Gunti. Und dann kommt die Scheibe auf den Stock von Damien Brunner. Perra bringt hier den Puck nicht unter Kontrolle. Freiburg bringt die Scheibe nicht weg. Von Michael Hügli dann, die kommt der Chance. 2 gegen 1. Di Domenico mit Sprunger. Sprunger, Tor! Julian Sprunger trifft zum 4:2. Freiburg veredelt diesen Konter. Christy Domenicos dritter Scorerpunkt in dieser Partie. Freiburg neuerlich äußerst effizient. Da war Biel so nahe dran am Ausgleichstreffer und dann fahren sie diesen Konter. Querpass Di Domenico, One-Timer Julian Sprunger und der Captain erzielt seinen 15. Saisontreffer. Wie bitter ist denn das für den EHC bei Gotteron und dann was für ein Pass auf David Desharnais. Julien Sprunger mit einem Traumzuspiel. Ein Flip-Pass des Captains
Und Dearne wird zum Doppeltorschützen. Freiburg trifft im Powerplay zum 5:2. 47. Minute. Sprungers dritter Scorerpunkt am heutigen Abend. Dearnes 13. Saisontreffer. War dann nicht mehr so schwierig für den Kanadier. Hier. Das war. Und dann kommt der Treffer. 7,5 Minuten vor Ende des dritten Drittels gibt es wieder etwas Hoffnung für den EHC Biel. Wer weiß, vielleicht geht noch was. Jere Salinen trifft in den letzten 16 Spielen nur ein einziges Tor erzielen können. Und jetzt bringt er die Hoffnung zurück. Wird hier angespielt. Und kommt dann gegen Jecker zu einem Nachschuss. Ja, Jecker bringt hier die Scheibe nicht weg. Spielt sie Salinen noch.